Wenn Niki und Ruri haben dich mal gleich hier in Beschlag genommen, was haben sie dir gesagt? Ja, das Erste, was sie mir gezeigt haben, war eigentlich so die Legendenwand. Da kannte ich ein paar Namen drauf. Man merkt halt, dass der Verein schon, dass das ein wichtiger Punkt im Leben ist. Was haben sie dir mitgegeben? Was erwarten sie, was erhoffen sie sich? Im Grunde genommen haben sie eigentlich nur gesagt, sie wollen Kampf sehen, sie wollen Leidenschaft sehen, dann wird auch alles toleriert. Fans erwarten natürlich auch immer, dass Spieler sich absolut mit dem Verein identifizieren. Ein Fan wird das in die Wiege gelegt, ein Spieler wechselt alle 2-3 Jahre den Club. Was bedeutet für dich Identifikation? Ja, im Grunde genommen, dass du alles für den Verein gibst, dass du versuchst, jedes Körnchen auf den Platz zu kriegen. Aber im Endeffekt zeigt sich das auf dem Platz, wenn du kämpfst, wenn du machst, wenn du tust. Die Leute sehen das und tolerieren das und dann wächst das. Du hast eine bewegende, lange, große Karriere schon hinter dir, hast aber auch noch ein bisschen was vor dir. Ivo hat dich jetzt auch zum MSV geholt, natürlich mit dem Anspruch, deine Qualitäten als Führungsspieler einzubringen. Wie wird man Führungsspieler in einer Mannschaft, die man eigentlich gar nicht kennt? Das Wichtigste ist, Leistung zu bringen und auf dem Platz vorwegzugehen, dass man dabei authentisch ist. Und dann sehen die anderen das Spieler das schon. Und gucken sich vielleicht etwas ab, aber ich will jetzt nicht nur auf dem Platz Kommandos geben und rumschreien. Also in erster Linie möchte ich meine Leistung bringen, möchte der Mannschaft helfen und alles Weitere kommt davon ganz alleine. Wie hast du zuletzt den MSV verfolgt oder in deiner Fußballlaufbahn den MSV verfolgt? Was verbindest du mit dem Club? Wirklich vieles. Ich bin hier in der Ecke groß geworden. Ich bin in Offenbach geboren, aber ich bin in jungen Jahren hier rüber, im Kreis Recklinghausen. Und natürlich, das ist ein großer Name im Ruhrpott und eine riesen Fanbase. Ich war auch ein paar Mal zuschauen als kleiner Bub. Und für mich ein großer Traditionsverein, großer Name im Ruhrpott. Und ich freue mich echt wahnsinnig, hier zu sein. Wenn die Fans deinen Namen googeln, dann finden sie auch ganz schnell, der ist schon zweimal aufgestiegen, der kann das. Das ist natürlich immer ganz schön, wenn man sowas vorweisen kann. Bedeutet das auch ein bisschen Druck in der Erwartungshaltung? Und dazu gefragt, welche Stärken außer dem Aufsteigen können überzeugen bei dir? Ja, jeder, der mich so ein bisschen kennt und vielleicht meine Laufbahn verfolgt hat, der weiß, dass ich über den Kampf komme, über Mentalität. Ich mache keine 15 Übersteiger, das kann ich jetzt schon sagen. Mein großes Plus ist Herzblut. Ich gebe Herzblut, egal wo ich spiele. Und Aufstieg, na klar, wir wollen alle aufsteigen. Das wird man aber im Laufe der Saison sehen. Man muss schauen, wie der Kader ist. Und dann hoffe ich, dass es klappt, aber ich weiß es nicht. Vielen Dank. Wir wünschen dir viele gute Momente hier. Vielleicht ja auch mal einen Übersteiger, aber ansonsten viel Kampf und Herzblut. Danke, Marvin. Vielen Dank. Ein Übersteiger krieg ich hin. Danke. Danke. Das war ja mal richtig schön, dass man Spieler schon mal vorher sieht und nicht erst irgendwann am Zaun oder nach den ersten Spielen, dass man ihn begrüßen durfte. Und vielleicht gibt das ja für beide Seiten auch ein gutes Gefühl. Wir haben ihm gesagt, wie wir hier zu der Sache stehen, wie das mit den Herzen läuft. Und ich denke, das sieht alles ganz gut aus. Hat Spaß gemacht, mal von dieser Seite aus irgendwie einen Spieler in Duisburg zu begrüßen und macht auf jeden Fall einen coolen, aufgeschlossenen Eindruck. Und wir freuen uns,
glaube, er hat auch verstanden, was wir ihm versucht haben zu vermitteln, dass wenn er alles gibt und auch ihre Leidenschaft und Einsatz reinhaut, dass wir den auch viel verzeihen, den Spielern, und auch erhobenen Hauptes nach einer Niederlage in die Kabine kommen kann, solange man das Gefühl hat, haben alles gegeben, die Jungs. Und ich glaube, das kann er ganz gut vermitteln und auch vielleicht auch weitertragen in die Mannschaft, und freuen uns auf jeden Fall auf einen spannenden Spieler.